Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir probieren heute mal die Mokume Nendo Technik aus. Ich habe diese Technik aus diesem Set. Dieses Set habe ich so in den Shops überhaupt nicht mehr gefunden. Ich habe das Ganze auf Willhaben bestellen müssen. Aber eine sehr spannende Technik. Zuallererst benötigen wir eine Art Stempel. Das heißt, wir schnappen uns Fimo-Reste, die wir nicht mehr benötigen, formen sie zu einer Kugel und im Anschluss zu einer Speerspitze. Für die Seiten kannst du dir glatte Gegenstände zur Hilfe holen, zum Beispiel eine Spachtel oder wie dieses Messer hier. Wir wollen ja am Ende eine Art Blatt. Dafür schnappe ich mir eine Schere und mache links und rechts ein paar Einschnitte. Diese formen wir nachher noch ein bisschen weicher. Mit einer Spachtel mache ich jetzt in der Mitte einen kleinen Abdruck. Auch unsere Einschnitte werden dadurch ein wenig weicher, also verwende ich die Spachtel auch hier und drücke hier ein wenig in die Rillen rein. Insgesamt war mir das ganze Blatt ein wenig zu groß und zu grob. Ich habe es dann auf sehr fein und rund zugeschnitten. Mit diesem Ergebnis konnte ich dann gut leben, das passte für mich. Aus den Resten, die wir jetzt weggeschnitten haben, forme ich auch gleich direkt einen kleinen Griff für den Stempel. Eine Seite schneide ich glatt, damit er später besser hält. Damit der Griff auch wirklich gut hält, befestige ich ihn noch mit Fimo Liquid. Den Griff auf dem Stempel platzieren. Schauen, dass der Stempel auch wirklich flach ist, damit er später auch einen flachen Abdruck ergibt. Und schon kann er in den Ofen. Für 30 Minuten bei 110 Grad Ober- und Unterhitze. Weiter geht's mit der eigentlichen Mokume Nendo Technik. Ich habe hier schon die Farben platziert, wie ich sie zurechtgeschnitten habe und auch verwendet habe. Und dann hier in Kugelform und hier jetzt schon flach gerollt. Ich habe hierfür die Fimo-Maschine verwendet, das wäre mir sonst aufwendig geworden. Du kannst es natürlich aber auch ausrollen. Und die Farben sind so sortiert, wie sie in der Reihenfolge von oben nach unten erscheinen sollen. Das heißt, weiß soll die Rückseite sein, dann folgt gelb, rosa, weiß und grün. Je nachdem, welche Farben nach und nach beim Abschaben hervorstechen sollen. Ja, genau, das kannst du dann selbst entscheiden. Du siehst dann bei mir, wie die Farben dann herausstechen und wie sie sich machen. Und nachdem kannst du dann ein bisschen entscheiden, wie du bei deinen eigenen Farben dann vorgehen wirst. Welche Farben du verwendest, in welcher Reihenfolge, welchen Stempel verwendest du und so weiter. Die Farben müssen alle übereinander liegen. Das heißt, wenn die Farben nicht übereinander liegen, schneidest du diesen Rest weg. Bei mir wird die ganze Nummer ein wenig kleiner. Das siehst du jetzt dann gleich. Reste bitte aufheben, können wir immer gebrauchen, kann man auch in Figuren hineinverarbeiten oder es gibt auch tolle Reste-Tutorials, wo man dann wieder tolle Canes gestalten kann. Ja, und jetzt rollen wir das Ganze noch einmal aus, damit wir es in der Mitte teilen und übereinander stapeln können. Ich habe schon das Lineal ausgepackt, weil ich mir nicht sicher war, ob ich genau die richtige Größe erwische, also genau die Mitte treffe.
Und so muss ich keine Sorge haben, dass wieder sehr viel Fimo wegfällt. Ja, und schon wird es übereinander gelegt. Du musst darauf achten, dass die Farbe grün jeweils immer oben ist. Ansonsten rollst du jetzt einfach wieder aus. Keine Sorge bei kleinen Bläschen, die kannst du einfach mit einer dünnen Nadel aufstechen und einfach ein bisschen glatt streichen. Jetzt kommt unser zauberhafter Stempel zum Einsatz. Einfach ein bisschen mit Maisstärke betupfen, damit er nicht gleich festklebt. Auch das Fimo ein bisschen vorbereiten und mit Maisstärke eindecken. Und dann geht's los. Reinstempeln und Abdrücke machen. Seht ihr, hier geht schon ein wenig Fimo mit. Hier hatte ich schon zu wenig Maisstärke am Stempel. Das wäre passiert, wenn ich von Anfang an keine Maisstärke verwendet hätte. Jetzt folgt der ASMR-Teil, oder wie sollen wir den nennen? Auf jeden Fall echt zauberhaft. Ich liebe es. Jetzt wird die oberste Schicht mit einem Messer runtergenommen. Ist das nicht toll? Also ein Cuttermesser, welches sich biegen lässt, ist hier sehr von Vorteil. Aber es geht vermutlich mit jedem Messer. Es muss nur dünn sein und gut schneiden. Ich lasse euch den restlichen Teil alleine genießen. Entspannt euch. Ich hoffe, der Teil war euch nicht zu lang, aber das ist einfach so schön, wie dieses Muster entsteht. Ich liebe es. Ja, und weil wir dieses Muster nicht verlieren wollen, müssen wir jetzt beim Ausrollen vorsichtig sein. Wir wollen ja trotzdem eine glatte Oberfläche, also müssen wir ausrollen, aber bitte vorsichtig. Okay? Dann aufgefallen, dass nicht mehr die komplette Fläche hinten mit Weiß bedeckt ist. Also machen wir noch eine Schicht Weiß. Das habe ich jetzt ausgerollt und wir legen hier einfach unser tolles Muster auf das Weiß drauf. Rollen noch etwas darüber, damit sich die Schichten auch gut verbinden, aber vorsichtig wie immer. Und dann können wir es eigentlich schon noch mal lösen. Bisschen
Maisstärke auf die Oberfläche geben, damit es nicht komplett festklebt. Und dann einen Ausstecher schnappen und ausstechen. Hier habe ich noch ein bisschen experimentiert, kann man machen, muss man nicht. Ich habe hier Molds für Blattabdrücke, da legt man einfach das Fimo rein, drückt es ein bisschen fest und das Muster des Blattes überträgt sich dann auf meine Fimo-Schmuckteile. Genau. Und nachdem ich ein paar Rillen oben drauf haben wollte, dachte ich mir, fancy Idee, mache ich mal. Nach dem Backen und Abkühlen kannst du sie dann noch ein bisschen abschleifen. Manchmal ist der Rand ja nicht so sauber nach dem Ausstechen oder die Rillen sind nicht so toll geworden. Dann kann man hier noch ein bisschen nachschleifen. Ist natürlich auch auf freiwilliger Basis, je nachdem. Und am Ende bestreiche ich das Ganze mit Fimo Glanzlack. Mit dem Handbohrer mache ich dann noch ein Loch an der oberen Seite. Für diese Mokumenendo-Ohrhänger verwende ich roségoldenes Schmuckzubehör. Hier verwende ich gerade einen großen Biegering und diesen verbinde ich mit dem Ohrstecker. Top! Mir gefällt es super gut und ich bin echt happy mit dem Ergebnis. Generell der ganze Prozess macht einfach Spaß, also ich kann die Mokumenendo-Technik echt empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!